Es ist der Durst, der die Elefanten im ersten Licht des Tages an den Fluss treibt. Am Kwando River im Nordosten Namibias gibt es immer genug Wasser. Ein Grund, wieso gerade hier während der Trockenzeit so viele Elefanten leben. Doch sie teilen sich das Land mit immer mehr Menschen. Bauern, die auf die Ernte von ihren Feldern angewiesen sind. Raymond Kitumbeka muss sein Maisfeld immer wieder gegen den Hunger der Elefanten verteidigen. Es waren 7 Elefanten. Als wir sie gehört haben, sind wir sofort losgelaufen, um sie zu vertreiben. Doch Elefanten haben oft keine Angst und laufen nicht weg. Dann zerstören sie die Felder und wir wissen nicht, wovon wir leben sollen und haben Angst um unser Leben. Doch Raymond Kitumbeka bekommt Hilfe. Benetti Likukela arbeitet für eine namibische Umweltschutzorganisation. Er versucht, Konflikte zwischen Dickhäutern und Menschen zu verhindern. Das geschieht oft mit einfachen, aber wirkungsvollen Mitteln, die auch die Bauern der Gegend schnell anwenden können. Wir mischen Chili mit Elefantendung. Damit können wir den Farmern helfen, die Probleme mit Elefanten haben, die ihre Felder plündern. Wir nutzen das Chili, um die Elefanten zu vertreiben. Denn Elefanten haben sehr viel empfindlichere Nasen als Menschen. Der Rauch der Chili-Bomben ist beißend und hat eine ähnliche Wirkung wie Tränengas. Benetti Likukela will erreichen, dass trotz der vielen Menschen, die jetzt hier wohnen, auch die Tiere Platz haben. Es geht darum, den Tieren ihre jahrtausendealten Wanderrouten freizuhalten. Nur so haben sie genug Platz zum Überleben. Regelmäßig gehen Wildhüter aus den Gemeinden die freien Korridore ab, um die Bewegungen der Elefanten im Auge zu behalten und Gefahren zu vermeiden. Wir stehen hier auf einem Wanderkorridor, der von Botswana nach Angola und Sambia verläuft. Leider führt er auch über den Trans-Zambezi Highway. Und das ist eine Gefahr für Tiere wie die Elefanten, aber auch für Menschen. Es gilt aber nicht nur Straßen zu überwinden, sondern auch Ländergrenzen. Das Kavango-Zambezi-Schutzgebiet Kasa ist fast so groß wie Frankreich und umfasst 5 Staaten. Nicht nur politische Hindernisse mussten beseitigt werden. Früher stand hier ein Zaun. Der fing hier an und ging 200 Kilometer bis Divundu. Den haben wir auf 70 Kilometern entfernt. Mehr als 200.000 Elefanten leben im Bereich des Kasa-Gebietes, so Schätzungen. Sie alle wandern im Laufe des Jahres hunderte Kilometer, auch außerhalb der Nationalparks. Aber auch dort sind sie mittlerweile weitgehend sicher, denn viele Gemeinden profitieren von den wilden Tieren und haben eigene Schutzgebiete eingerichtet. Benetti Likukela hält Kontakt zu den lokalen Gemeindechefs. Deren Engagement ist es zu verdanken, dass es überhaupt möglich war, die großen Wanderrouten offen zu halten. Der Schutz der Wildtiere schafft Arbeitsplätze für die jungen Leute in unserer Gemeinde. Es gibt außerdem eine Menge Einnahmen aus dem Tourismus, von Lodges und Zeltplätzen. Außerdem haben wir noch die Trophäenjagd auf unserem Gebiet. Jagdunternehmer bekommen Lizenzen, die uns viel Geld bringen. Jagd ist ein wichtiger Teil des Schutzkonzeptes und ein einträglicher dazu. Die Abschussquoten jeder Gemeinde werden vom Staat festgelegt und streng kontrolliert.
Jagdveranstalter wie Falco Schwarz müssen für jedes von seinen Kunden erlegte Tier mehrere tausend Euro zahlen. Mit dem Geld finanzieren die Gemeinden wiederum Wildhüter und die eigenen Schutzgebiete. Wir haben einen Jagdpachtvertrag mit der lokalen Community, mit der Conservancy direkt, pachten von denen die ganze Abschussquote, kaufen die quasi von denen ab. Wenn wir die Tiere erlegen, kriegt die Conservancy von uns die volle Einnahme von den Abschüssen plus das ganze Fleisch. Neben der Jagd bringt vor allem der Tourismus Geld in die Schutzgebiete. Die Gemeinden erlauben Reiseveranstaltern, Touristen herzubringen und Hotels zu betreiben. Im Gegenzug bekommen sie dafür Geld, Ausbildungs- und Arbeitsplätze. Wenn ein Privatinvestor auf einem Gebiet wie diesem hier investiert, dann bringen die Wildtiere einen finanziellen Nutzen, eben durch Tourismus. Diesen Nutzen wollen die Gemeinden erhalten und schützen deswegen die Tiere, weil sie ihnen Einnahmen über eine lange Zeit sichern, statt die Tiere einfach zu wildern. Was die Menschen schätzen, das schützen sie. Das ist das einfache Prinzip, auf dem der Erfolg der Naturschützer im Nordosten Namibias beruht. Nur deshalb können die Elefanten heute noch frei ziehen, auch wenn sie dabei so manches menschengemachte Hindernis überwinden müssen.